Hallo und herzlich willkommen zu Veronika Seelsauber. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe mir gedacht, ich mache noch einen kleinen Wochenausblick, was die Woche auf uns zukommt. Ja, ich verbinde mich mal und dann schauen wir mal rein. Es könnte eine Achterbahnfahrt der Gefühle werden. Es geht erst einmal nach oben und dann steil bergauf. Ja, die pure Lebensfreude, wenn man die ersten Tage so richtig schön erleben kann, das ist wundervoll. Ich glaube, Mittwoch ist ein Portaltag, da müsst ihr jetzt nochmal nachschauen, das weiß ich jetzt gerade nicht auswendig. Ich schreibe es unten drunter. Ja, es geht wir fahren mit der Achterbahn quasi nach oben und dann lassen wir uns fallen und nehmen jede Kurven mit und es ist durchweg Freude, also selbst wenn es dann mal kurz bergab geht oder wenn da irgendwas auf uns zukommt, was uns vielleicht nicht so gefällt, das wird nichts ausmachen mehr. Du bist so in deiner Mitte, du bist so bei dir, in deinem Wert, in deiner Wahrheit. Du nimmst die Achterbahn des Lebens richtig an. Und du fährst da voll mit und du lässt dich nimmer runterziehen und du Fremdenergien machen dir auch nichts mehr. Da war ja dir noch extra Thema, Video dazu machen. Weil das ganz ein wichtiges Thema ist, wie ich finde. Vor allem für die sehr sensitiven Seelen da draußen. Ja, auf jeden Fall, also. Eigentlich kann ich jetzt schon aufhören mit dem Video, weil wenn man sich wirklich auf das Leben einlässt und das wirst du die Woche schaffen und du wirst damit jeder Kurven mitgehen und das wirklich genießen können und ich spüre auch gerade wieder, dass so ein Prickeln wieder hochkommt, also könnte auch in Liebesdingen bei einigen was passieren. Moment. Das ist cool. Also da sage ich nicht nein. Es kommen auf die Single-Frauen oder die Single-Männer jeweils interessante Gegenparts, die wo dir Avancen machen. Also ob jetzt da dann der einige richtige welche schon dabei ist, bleibt noch in Frage gestellt. Aber du sollst es einfach mal genießen, dass du quasi, also da geht es um die Anziehungskraft. Du hast durch das, dass du so an dir gearbeitet hast und dass du quasi so zu dir findest und immer mehr das tust, hast eine ganz andere Ausstrahlung und eine ganz andere Anziehungskraft. Und dementsprechend werden sich einige Menschen von dir angezogen fühlen und das darfst du einfach nur genießen und dann halt wieder schauen, ein bisschen aussortieren, was brauche ich nicht, wer tut mir gut, wer tut mir nicht gut. Und da dann aber auch, ich krieg gerade Mut und Kraft, also durchaus auch, wenn da vielleicht jemand in dein Leben tritt, wo du da eigentlich denkst, tut mir nicht gut, aber war mal wieder schön. Ich krieg da gerade intimere Verhältnisse rein, ja. Dass du da mutig bist und die deine innere Kraft benutzt und da eben sozusagen bei dir und bei deiner Wahrheit bleibst, was die Dinge betrifft. Und die da eben nicht auf Dinge einlässt, die wo dir gar nicht gut tun. So, das zum Thema. Auch mal nett, dass mal wieder etwas prickelnder wird. Das freut mich sehr. Und ansonsten, wie gesagt, wirst du die Woche Herausforderungen weglächeln und jede Kurven des Lebens einfach genießen, mitnehmen und deine pure Lebensfreude entfalten. Weil du dann das Auf und Ab vom Leben auch wirklich annehmen kannst und eben beide Pole annehmen kannst. Das ist die pure Hingabe sozusagen. Und das ist wundervoll. Und Kraft und Mut hast du, das weißt du, das braucht da keiner mehr sagen. Und dann einfach so weitergeh und Geschenke mitnehmen, die auf dem Weg liegen. Und freu dich einfach am Leben. Nächste Woche dürfen wir genießen, uns hingeben. Und egal was kommt, in der Mitte bleiben und immer die Lebensfreude nach außen holen.
und das Strahlen nach außen holen, öffnen. Geh auf die Leute zu, die Leute kommen auf dich zu. Du ziehst das magisch an mittlerweile. Also lass dich drauf ein, schau einfach mal, was kommt. Und dann wünsche ich euch einen wundervollen Wochenstart. Und sorry, dass das jetzt ein bisschen spät hochgeladen wird. Ich habe mich heute auch fallen lassen, wortwörtlich, Fallschirmsprung. Darum bin ich auch noch ein bisschen. Aber nur zu empfehlen, falls da mal jemand Interesse hätte, unbedingt machen. So, ihr Lieben, ich wünsche euch einen wundervollen Wochenstart. Schreibt's mal, Moment. Feedback, wo bin ich jetzt? Ja, Feedback bin ich auch immer dankbar. Für persönliche Readings, da wollte ich hinaus, einfach unter seelensarbeitmail.de eine E-Mail schreiben oder besucht mich auch gerne auf Facebook auf meiner Seite und da könnt ihr mir auch Nachrichten schreiben oder einfach mal schauen, was da sonst noch so gibt. Ich freue mich und bin dankbar für jedes Like und jedes Abo und Dankeschön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und jo, wir hören und sehen uns wieder. Wie gesagt, Fremdenergien, glaube ich, mache ich mal noch ein Video, dann gibt es wahrscheinlich noch einen September-Ausblick, da muss ich auch mal gucken. Ich schau mal, was sich noch ergibt und was da noch raus will aus mir die nächste Zeit. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Tschüss!